Die wahre Nachfolge Jesu. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir sind gerettet aus Gnade. Die Gnade ist die Vergebung der Sünden durch das Opfer unseres Herrn Jesus Christus, damit man als neugeborener Christ, geführt vom Geiste Christi, nicht mehr mutwillig sündigt. Das heißt, man überwindet die Sünde und ist kein Sklave mehr von jener. Und außerdem, man bringt Frucht in seinem Leben. Das heißt, man handelt geführt vom Geiste Christi und tut jene Dinge, die der Herr Jesus aufgetragen bzw. geboten hat. Der Wille, etwas Gutes zu tun, kommt nicht von einem selbst, sondern vom Geiste Christi. Die Frucht des Geistes wirkt in einem neugeborenen Christen, so dass jener von außen genauso wie von innen ein neuer Mensch ist. Unser Vater im Himmel gab die Weisung. In Markus 9.7 heißt es, da kam eine Wolke und überschattete sie, und es erscholl eine Stimme aus der Wolke. Dieser ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Warum ist die Nachfolge Jesu das, was einen wahren neugeborenen Christen ausmacht? In den Gleichnissen der Evangelien geht es oft darum, Frucht in seinem Leben zu bringen. Hierzu möchte ich in diesem Video vier Gleichnisse nochmal näher ansprechen und euch zur wahren Nachfolge anspornen. Hebräer 10.24 sagt, Und lasst uns aufeinander acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Auch möchte ich nochmals dringend darauf hinweisen, dass sich jeder, der sich Christ nennt, sich auch selbst prüfe, laut 2. Korinther 13.5. Denn lauwarmer Glaube hat keinen Bestand. Nochmal. Als wahrer neugeborener Christ verspürt man automatisch das Verlangen, Gutes zu tun, beziehungsweise dem Herrn Jesus zu dienen zur Ehre des Vaters im Himmel. Es geht um Hören und Handeln. Denn um im Glauben zu wachsen, brauchen wir notwendigerweise das Wort Gottes, um es zu hören, um den Willen Gottes zu begreifen, damit man auch danach handeln kann. Wir brauchen die Anweisungen die uns der Herr Jesus gegeben bzw. uns geboten hat, um ihn nachzufolgen, um unseren Vater im Himmel zu ehren. Hören und befolgen. Lukas 8:21 sagt: Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun oder Lukas 11.28, wo es heißt, er aber sprach, gewiss, doch glückselig, die das Wort Gottes hören und befolgen. Jesus sagte auch, es würde Menschen geben, die das Wort nicht hören können, beziehungsweise nicht darauf hören möchten. Zum Beispiel sagte er zu den Schriftgelehrten und Pharisäern in Johannes 8.43, Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Paulus bestätigt, dass es Gläubige gibt, die sich von der wahren Lehre, dem wahren Evangelium, abwenden oder auch abwenden werden. In 2. Timotheus 4,3 heißt es: Denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehre aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Damals, genauso wie heute, heißt es in Prediger 1,9: Das, was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde, ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der Sonne. Vier Gleichnisse und das Verständnis zur wahren Nachfolge Jesu. Ein Gleichnis, das meiner Meinung nach so eindrucksvoll die Notwendigkeit der wahren Nachfolge Jesu aufzeigt, ist das Gleichnis vom Weinstock. Wir lesen in Johannes 15, 1 bis 8. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, die nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock. So auch ihr nicht, ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er hinausgeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Also in diesem Gleichnis sehen wir Jesus als den Weinstock und den himmlischen Vater als den Weingärtner und die Nachfolger Jesu als die Reben, die entweder Frucht oder keine Frucht bringen. Wenn man am Weinstock, also an bzw. in Jesus bleibt und er in uns, also im Geiste, nur dann ist man in der Lage, Frucht zu bringen. Sodass unser Vater im Himmel jene Rebe, also die Nachfolger Jesu, reinigt, ich würde sagen von, in diesem Gleichnis von Sünde oder Schuld, damit man im Geiste noch viel mehr Frucht bzw. Glaubenswerke vollbringen kann. Also, das Wollen kommt nicht von uns, also von uns oder aus uns selbst, sondern der Geist Christi vollbringt die Frucht bzw. die Glaubenswerke in uns. Aber jede Rebe, die keine Frucht bringt, das heißt, die abgetrennt ist vom Leib bzw. vom Geiste Christi, vom Weinstock, durch ein Leben in Rebellion oder in mutwilliger Sünde wird demnach auch keine Werke aus dem Geiste vollbringen können. Diese Rebe wird von unserem Vater im Himmel weggenommen. Weiter heißt es, dass diese Rebe verdorrt, gesammelt und ins Feuer geworfen wird. Zweitens das sämann -Gleichnis. Matthäus 13, 18 bis 23, wo es heißt: Hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und es sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort Hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort, und er bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt hundert, der andere sechzig, der andere dreißigfach. Hier in diesem Gleichnis geht es wieder um das Hören und um das Verstehen, beziehungsweise, wie der Herr Jesus selbst sagte in Lukas 8,21. Meine Mutter und meine Brüder sind die, welche das Wort Gottes hören und tun. Die Sorgen der Welt sind der Grund dafür, dass entweder der Glaube gar keinen Platz findet, also quasi am Weg gesät ist, und wenn er doch irgendwie Platz findet, dann nicht wie es sollte, sodass der Glaube am Ende womöglich rettet, da er sich als falsch erwiesen hat. Das heißt, das Liebäugeln mit der Welt, der Same, der keine Wurzel hat, beziehungsweise der Same, der unter die Dornen gesät ist. Der Same kann nur Frucht bringen, wenn er auch wirklich in fruchtbaren Boden kommt. Als Christ kann man nur Frucht bringen, wenn man den Samen, also das Wort Gottes, wirklich aufgenommen hat. Wenn man es hört und versteht. Deswegen sollen wir als Christen auch nicht nur Hörer sein, sondern auch Täter. Ganz klar im Jakobusbrief kommuniziert laut Jakobus 1.22. Und das Sämanngleichnis bestätigt diese wertvolle. Aussage. Drittens von den anvertrauten Talenten. Matthäus 25, 14 bis 30. es das heißt, denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reiste. Seine eigenen Knechte rief und ihnen sein Habe übergab. Und einem gab er fünf Talente, einem anderen zwei, einem anderen eins, einem jeden nach seiner eigenen Fähigkeit und reiste außer Landes. Sogleich aber ging der, welcher die fünf Talente empfangen hatte, hin und handelte mit ihnen und gewann andere fünf Talente. So auch der, der die zwei empfangen hatte, auch er gewann andere zwei. Der aber, das eine empfangen hatte, ging hin, grub ein Loch in die Erde und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte unrechnet mit ihnen ab. Und es trat dabei der die fünf Talente empfangen hatte und brachte andere fünf Talente und sagte, Herr. Fünf Talente hast du mir übergeben, siehe, andere fünf Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der die zwei Talente empfangen hat und sprach, Herr, zwei Talente hast du mir übergeben, siehe, andere zwei Talente habe ich dazu gewonnen. Sein Herr sprach zu ihm, Recht so, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, geh hinein in die Freude deines Herrn. Es trat aber auch herbei, der das eine Talent empfangen hatte, und sprach. Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist, du erntest, wo du nicht gesät und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr beantwortete und sprach zu ihm Böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe? So solltest du nun mein Geld in Wechseln gegeben haben, und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt ihr nun das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und überreichlich gewährt werden, von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußere Finsternis, da wird das Weinen und das Zähneknirschen sein. Erstens ist es erstmal wichtig zu wissen, dass jeder Nachfolger Jesu nach seiner Fähigkeit eingesetzt wird. Das lesen wir vor allem am Anfang im Gleichnis, wo jeder, wo die Talente ganz nach der Fähigkeit ausgeteilt worden sind. Das lesen wir auch in 1. Korinther 7, 17, wo es heißt, doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er und so verordne ich es in allen Gemeinden. Zweitens sehen wir hier, nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und rechnet mit ihnen ab. Am Ende wird abgerechnet. Und das kann man auch nochmal ganz schön in Matthäus 25 lesen. Da auch nochmal am besten das ganze Kapitel selbst lesen, weil vor allem Matthäus 25 ist auch nochmal so wichtig und eindringlich. Ich möchte vorlesen aus Matthäus 25, 35 bis 36, wo es heißt, denn mich hungerte, und ihr gab mir zu essen, mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling und ihr nahm mich auf. Nackt und ihr bekleidet mich. Ich war krank und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kam zu mir. Matthäus 25,40, wo es heißt: Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, habt ihr mir getan. Und weiter dann nochmal in Matthäus 25, 46, die einen gehen dann ins ewige Leben und die anderen dagegen zur ewigen Strafe. Also am Ende ist es auch nochmal ganz wichtig, es wird abgerechnet. Und das sollte man definitiv im Hinterkopf behalten. Und die Frage, die sich hier stellt, möchte man als Nachfolger Jesu ein treuer Knecht bzw. Diener sein oder möchte man sich ausschließlich um weltliche Angelegenheiten kümmern und weiterhin der Sünde dienen? 1. Korinther 10, 21 sagt, ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilnehmen und am Tisch der Dämonen. Am Ende heißt es, warst du ein treuer Knecht oder ein böser und fauler Knecht? Hast du nach dem Willen Gottes oder nach deinen eigenen Grundsätzen gelebt? Ja, und auch hier nochmal der Hinweis zu Punkt 3, treuer Diener oder böser Knecht. Das heißt, jeder, der Frucht bringt, wird immer mehr Frucht bringen. Aus fünf Talenten werden zehn, aus zwei werden vier. Wer aber keine Frucht bringt, beziehungsweise von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden, was wir hier gelesen haben. Das heißt, der unnütze Knecht wird in die äußerste Finsternis geworfen. Und das Wunderbare ist, wenn wir uns dann auch nochmal das Gleichnis vom Weinstock anschauen, das, was ja das erste Gleichnis war, was ich vorgelesen habe, da heißt es dann auch, die Rebe, die keine Frucht bringt, wird vom Weingärtner weggenommen und ins Feuer geworfen. Die Rebe, die keine Frucht bringt. Und hier ist es ja auch wieder, von dem, der aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Macht euch diesbezüglich auch nochmal eure eigenen Gedanken, ist auch nochmal ein ganz wichtiges Gleichnis. Und in Matthäus 13, 12 steht dann auch nochmal, denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden, wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Und das Gleiche lesen wir auch noch mal in dem Gleichnis. Viertens: Warnung vor Verführung zur Sünde, Ermahnungen vom Vergeben, Glauben und Dienen. Lukas 17, 1 bis 10, wo es heißt: Er sprach aber zu seinen Jüngern: Es ist unmöglich, dass keine Anstöße zur Sünde kommen. Wehe aber dem, durch den sie kommen. Es wäre ihm nützlicher, wenn ein Mühlstein um seinen Hals gelegt und er ins Meer geworfen würde, als dass er eines dieser Kleinen zur Fall brächte. Habt acht auf euch selbst. Wenn dein Bruder sündigt, so weise ihn zurecht, und wenn er es bereut, so vergib ihm. Und wenn er siebenmal am Tag an dir sündigt und siebenmal zu dir umkehrt und spricht Ich bereue es, so sollst du ihm vergeben. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, Mehre uns den Glauben. Der Herr aber sprach, Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Maulbär Feigenbaum sagen, Entwurzele dich und pflanze dich ins Meer. Und er würde euch gehorchen. Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, Komm und leg dich sogleich zu Tisch. Würde nicht viel mehr zu ihm sagen, richte zu, was ich zu Abend essen soll, und gürte dich, und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, und danach sollst du essen und trinken? Dankte etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. So sprecht auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist. Wir sind unnütze Sklaven. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Nachfolge und Werke aus Glauben sind das Resultat aus wahrer Neuzeugung aus dem Geiste, nicht zum Rühmen, sondern aus Liebe und wahrem ungeheucheltem Glauben. Entweder Sklaven der Sünde oder Sklaven Jesu Christi zur Ehre Gottes. Die Frucht die durch den Geist der Christi wirkt, soll uns nicht Anlass zum Rühmen geben, sondern es ist das innere Verlangen bzw. das Wollen eines neugeborenen Christen, das ins Herz gelegt wurde. Das zu tun bzw. das zu befolgen, was der Herr Jesus uns aufgetragen hat und alles zur Ehre Gottes. 1. Korinther 1, 31 sagt: Wer sich also rühmen will, der rühme sich des Herrn, so heißt es schon in der Schrift. Ja, zum Ende nochmal. Eine Ermutigung und auch eine Warnung. Nun, ich finde, der Herr Jesus Christus gibt in jenen Gleichnissen zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Vor allem ab Matthäus 24 und Matthäus 25, bitte auch nochmal selbst prüfen, wird es ersichtlich, dass es um die Endzeit geht. Danach kommen die Gleichnisse. Das Gleichnis vom treuen und untreuen Knecht, die zehn Jungfrauen und das Gleichnis der anvertrauten Talente. Als letztes kommen die eindringlichen Worte unseres Herrn Jesus Christus, auf was es am Ende wirklich ankommt. Liebe. Liebe zu guten Werken aus wahrem, ungeheuchelten Glauben. Findet sich in unserem Leben keine Frucht, die von Herzen kommt, dann sollte sich jeder selbst nochmal die Frage stellen, ob er tatsächlich eine neue Schöpfung in Christus Jesus ist. Abschließend nochmal wichtige Bibelverse. 2. Petrus 1.10 bis 11 was heißt darum Brüder befleißigt euch um mehr eure Berufung und Erwählung festzumachen denn wenn ihr diese Dinge tut werdet ihr niemals straucheln denn so wird euch reichlich gewährt werden der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn und Retters Jesus Christus also wir sollten uns bewusst machen dass Gottesdienst nichts mit einem Spaziergang in die örtliche Gemeinde zu tun hat sondern dass der wahre Gottesdienst bei uns selbst anfängt da wir selbst Tempel Gottes sind laut 1. Korinther 3.16. Oder Römer 12.1, wo es heißt, ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbauungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Oder Lukas 6.46, was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage. Oder Matthäus 7.21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Und zu guter Letzt Matthäus 6:33, trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Auch nochmal zum Abschluss der wichtige Hinweis, wenn es Kontextschwierigkeiten gibt, lest euch nochmal das ganze Kapitel durch. Ich würde euch sowieso ans Herz legen, nochmal die ganzen Gleichnisse selbst vor euch zu lesen. Ich hoffe auf jeden Fall an dieser Stelle, ich konnte euch wieder Erkenntnis dazu schenken, euch ermutigen, laut Hebräer 10,24 zu guten Werken, die wirklich von Herzen kommen. Und ich wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Prüft alles, prüft alles, das Gute behaltet und nährt euch vom Wort, laut Matthäus 4,4. Lest in der Bibel, lest in der Heiligen Schrift, um euer ja, um euer geistliches Leben aufrechtzuerhalten. Und ja, so Gott will. Bis zum nächsten Video, euer Christian. Ciao, ciao.